Wir sind aktiv, Bruder, immer auf Motorroller in Camouflage. Du chillst neben deinem Girl im Twingo vor dem Handschuhfach. Du weißt, du bist an deinen Zielen gescheitert. Und kurz darauf siehst du uns im Seitenspiegel vorbeifahren. Das ist Rhino, mein Markenzeichen ist ich, das Rapper bittere Pilz schlucken, weil sie nach dem Battle auf Cian Cani beißen. Jetzt weiß jeder, wer der Sieger hier ist. Julien überweist mir und fliegt auf die Malediven zurück. Ihr könnt das Battle euch ersparen, zwischen uns liegen Unterschiede. Und zwar keine Millimeter, sondern liegen Unterschiede. Was für JBB, bevor ich Julien diesen Spaß nie seh, wär ich dafür, dass Mika mit ihm eine Runde Gassi geht. Ich greif durch und kleine Fankids sind geschockt, denn im Kickfinale endet ihre Ente in nem Wok. Check das mal, das wird ne totale Zerberstung. Komm ich nicht rein, bekommt Julien nochmal 3 Jahre Bewährung. Wir reden wieder von Chartplatzierung, doch wir sind für sie zu hoch. Ich wette, es gibt wieder ein paar Lines, dass ich an die Schachtel bin. Doch ich hab die Nase voll von dem immer gleichen Scheiß. Ich brauch nen Mutti-Zettel, du brauchst nen Behindertenausweis. Wettelst du gegen mich, krieg deine Karriere den Schnitt verpasst. Ich könnt wetten, du hast noch nie so nen Gegner wie mich gehabt. Du bist wack und hast es auch schon selber geblickt. Die Hälfte der Spits, die du kickst, sind fast schon älter als ich. Tut mir leid, wenn ich dich auspue. Ich hab das Gefühl, die Rapper hier sind nur zum lustig machen. Da so wie ne Clownschule. Du hoffst, dass jeder deiner treuen Freunde dich bringt. Jeder Fan kauft eine Runde, du machst 99 Cent plus. Alter, was? Ich gewinn das Turnier einfach ganz entspannt, weil ihr zwar alle trellert, aber keiner von euch punchen kann. Rhino 2017, keiner rappt in meiner Liga. Alle anderen, ihr seid strohdumm, ich bin clever, so wie Mika. Wir reden wieder von Chartplatzierung, doch